Alle Pferde in den Boxen. Das ist der Start zum 6. Rennenpreis von The Alpine Mountain Resort and Spa in Tschirtschen. Die Ganella als letzte rein, als schnellste raus, übernimmt die Spitze zusammen mit Future Reference. Dann ist auch Power Primus in vorderen Legionen auszumachen am Schluss des Feldes. Galoppiert Orange Peel hinter Justin Gigolo und Zarnia, die innen durch jetzt an dritte Stelle geht. Vorne ist Tiganella vor Power Primus, dann Zarnia innen. Future Reference geht diesmal nicht ganz vorne, im Moment an dritter Position. Justin Gigolo ist fünfter und Orange Peel sechster. Aus den Jeninser Bogen heraus, in einer Runde wird das der letzte Bogen sein. Vorne ist Tiganella. Mit gespitzten Ohren kommt sie auf erst die erste von zwei Tribünenpassagen. Dann hat Astrid Wohlschläger sich innen durch an den Rücken von Tiganella geheftet, auf dem kürzesten Weg. Power Primus und außen herum in dritter Spur, somit macht sie mehr Weg. Nadia Burger mit Future Reference, dann folgt Justin Gigolo und Orange Peel. Vorne ist Ella Mundwiller mit Tiganella. Jetzt kommt der Angriff außen von Future Reference mit Nadia Burger, innen Astrid Wohlschläger mit Zarnia, dann folgt Nadia Kessler mit Power Primus, aufrückend jetzt Dennis Schirgen mit Justin Gigolo, gefolgt von Orange Peel mit Sheryl Shaw. Vorne unverändert die beiden Schützlinge von Hans-Jörg Speck, Tiganella führt, Future Reference an zweiter Position, dann Zarnia, aufzurücken versucht Justin Gigolo, auf dem Rückzug ist Power Primus und letzter ist Orange Peel. Es geht durch den letzten Bogen, den Jeninser Bogen mit Future Reference, der außen angreift. Tiganella hat aber noch die Spitze und innen lauert Zarnia, die hat in der Regel einen starken Finish, noch 220 Meter. Mit innen geht's auch für Zarnia. Zarnia kann innen durch angreifen mit Astrid Wohlschläger. Vorne ist noch Tiganella, aber Zarnia kommt. Zarnia mit Tiganella. Tiganella vor Zarnia. Zarnia mit Astrid Wohlschläger. Tiganella. Dann Future Reference und Justin Gigolo. Cleverer Ritt von Astrid Wohlschläger.